Moin und willkommen bei Crusader Kings 3. Der Krieg gegen die angebliche Tyrannei von Kaiser Tore nimmt seinen Lauf. Der Herzog Abelardo, der hat sich dagegen gesperrt, katholisch zu werden, und jetzt hat er einen Krieg vom Zaun gebrochen und wir werden dem natürlich entgegentreten. Das Ganze findet hier statt, sozusagen ganz im Norden von Afrika, und hier haben wir jetzt unsere Truppen versammelt, mehr als wir eigentlich brauchen, denn wenn ihr mal guckt, der gute Mann hat nur 576 Mann zur Verfügung und die werden wir natürlich ja relativ schnell verkloppt haben. Was wir vorher allerdings noch tun, das ist, wir werden jetzt noch ein paar Vasallen an den rechtmäßigen Lehnsherrn übertragen. Und zwar sind das Herzog Hartneid von Salzburg und Herzog Konrad von Augsburg. Die gehen beide an den neuen Herrscher von Bayern, nämlich unseren Syrer, dem wir das letzte Mal Bayern vermacht haben. So, das war's dann aber auch schon. Dann geht's hier weiter mit unseren Truppen. Die sollen sich mal hier zusammenfinden. Ihr könnt aufhören, eure Kumpels zu rufen. Das reicht dicke, was wir hier haben. Ihr auch. Und wenn wir uns da dann gesammelt haben, dann geht's direkt ins Herz vom Herzogtum. Und jetzt lassen wir erstmal Gerechtigkeit offensichtlich walten, denn der Oberbürgermeister Guidone, der ist jetzt in seinem Haus festgesetzt worden. Er hat Hausarrest, ihr erinnert euch vielleicht. Auch er hat sich dagegen gewehrt, katholisch zu werden. Und jetzt müssen wir natürlich erstmal gucken, was wir mit ihm machen. Es wäre natürlich ganz günstig, wenn wir ihm den Titel aberkennen, denn so geht das natürlich nicht. Wir werden das auf jeden Fall machen. Ich überlege nur gerade wegen der Anspannung. Das ist natürlich schlecht, ne? Wir machen das jetzt aber trotzdem mal. Das geht gerade noch, bevor wir die zweite Anspannungsstufe bekommen. Und jetzt müssen wir natürlich auch der Stadt einen neuen Bürgermeister verleihen. Und es hat getroffen Baron L. von Gubbio. Der ist erstens katholisch und ist uns wohlgesonnen. Das ist sehr gut. Das heißt, das haben wir dann schon mal erledigt. Aber jetzt sitzt natürlich noch der alte Bürgermeister im Kerker. Und ja, was machen wir? Freilassung verhandeln könnten wir. Was gibt es an Lösegeld? 100. Ja, die können wir gut gebrauchen. Ich sagte ja in der letzten Folge schon, ich habe etwas vor, was mit der Vererbung der Besitztümer von Tore zu tun hat. Dafür brauchen wir Gold. In diesem Fall nehme ich das mal, ansonsten hätte ich ihn eigentlich fast lieber bekehrt, aber gut. So machen wir das jetzt und weiter geht's hier mit unserem Krieg. Wie gesagt, wir marschieren direkt auf den Gegner zu und unsere Beeinflussung nimmt ihren Lauf. Wir haben ja König Gottschalk II. Von Friesland beeinflussen wollen und jetzt geht das Ganze weiter. Er ist im Moment bei minus 5 und wir gucken mal, das ist wieder diese Einladung. Das heißt, wir können hier einige Dinge für ihn beschicken und werden deshalb eine Weile bei ihm residieren und ihm bei allen möglichen Dingen versuchen zu helfen. Vielleicht klappt das ja. Das könnte sich ganz gut auswirken, denn er ist ja auch nicht so ein ganz Unmächtiger mit seinen 4000 Mann. Und jetzt geht es darum, ihm zu helfen. Wie ich eben schon sagte, wir könnten ihm beim Speisesaal helfen. 72% Erfolg, 63% bei den Büchern und 68% bei dem Gold. Ich denke, wir werden nacheinander alles versuchen. Das kann nicht schaden. Die Truppen habe ich mal eben zusammengeschlossen. Und ja, wir gucken jetzt mal. Wir machen jetzt einfach wirklich nacheinander alles, was wir können. Und hier schauen wir mal, ob wir nicht doch noch die Truppen gleich vernichten können. Das wäre mir sehr recht. Als letztes kümmern wir uns um sein Gold und dann gucken wir mal, was schlussendlich dabei herauskommt. So, die haben jetzt 713 Mann und haben noch die Bergwüstenverteidigung. Wir haben höhere Güte, besseren Armeebefehlshaber. Das sieht alles sehr, sehr gut aus.
Das sollte schon aufgrund der Truppenvielzahl kein Problem sein. Und jetzt ist es Zeit fürs Bett. Und wenn wir ausgeschlafen haben, sehen wir auch, ob die Beeinflussung geklappt hat. So, wir konnten offensichtlich helfen. König Gottschalk steht am Eingang, um mich zu verabschieden. Als ich näher komme, höre ich, wie er mit sich selbst redet. Er hat sich hervorragend um das Gebäude gekümmert, aber er hat meinen Speisesaal ruiniert. Ja, nach einer kurzen Verabschiedung befinde ich mich schon bald wieder auf dem Weg nach Hause. Gut, der Speisesaal ist offensichtlich ruiniert, aber freut uns, dass wir helfen konnten. Das heißt also, er gewinnt jetzt 10 Meinungen von uns und das ist doch schon mal eine gute Sache. Die Schlacht hier haben wir gewonnen. Jetzt geht's ab in die Hauptstadt. Und der Feind gibt sich geschlagen und leckt erstmal seine Wunden weit außerhalb seines Gebietes. Das ist erstmal gut. Und wir brauchen auch gar nicht lange für diese kleine Stadt. 50 Tage noch. Oh, und wir haben einen kleinen Hafen gebaut in Ancona. Das ist sehr schön. Das ist immer gut. Eine Fraktion hat sich aufgelöst und zwar die Fraktion, die Herzog William auf den norwegischen Thron bringen möchte. Und wir haben eine neue Nebenlinie, Goseck-Viborg. Das ist interessant. Auch eine neue Fraktion, die sich gebildet hat, ist interessant. Nämlich die slowenisch-katarischen Populisten. Ja, die kennen wir ja schon wirklich gut genug. Da brauchen wir gar kein Wort drüber verlieren. Und Prinz Paul von Österreich wurde in der Schlacht erschlagen. Laurens Sohn, unser ehemaliger Thronfolger, den hat es jetzt erwischt. Das ist natürlich, oh, das ist tragisch. Das tut mir leid, Laurens, dass dein Sohn in so jungen Jahren, mit 30 Jahren, schon von uns gehen musste. Ja, er hinterlässt eine trauernde Frau und 3 Söhne, wenn ich hier richtig sehe. Nein, 2 Söhne und ein kleines Mädchen. Ja, mal gucken, er sieht auch gar nicht gesund aus hier. Er hat ziemliche Augenringe. Spindeldürr ist er. Oh mein Gott. Was vererbt sich da? Ja, er ist reizend. So reizend sieht er gar nicht aus. Naja, gut. Okay, dann leb wohl, Paul. Das tut mir jetzt richtig ein bisschen weh, aber naja, wir haben ja damals immer noch gedacht, er wird der Thronfolger, aber dann ist es aus verschiedenen Gründen tatsächlich doch Tore geworden. Und nun gut, das sollte offensichtlich so kommen. Und wir belagern jetzt die nächste Stadt. Wir sind schon bei 73% Kriegsstand und haben jetzt ein Event Unwürdige Bauern. Während ich mit Sigvard im Städtchen war, fiel ihm ein Verbrecher auf, der an den Pranger gekettet war. Auch das kennen wir schon zur Genüge. Und wir haben jetzt 2 Auswahlmöglichkeiten. Er behält arrogant oder er bekommt gefühllos. Dann wollen wir mal gucken, was arrogant genau bedeutet. Oha, schlechte Meinung, schlechte Komplott-Geheimhaltung, aber mehr Prestige. Das ist nicht so eine schöne Eigenschaft, würde ich mal sagen. Wir hatten schon öfter mal gefühllos ins Auge gefasst und ich denke, das wird es dann auch werden. Wir haben da zwar Abzug bei der diplomatischen Fraktion, haben aber +2 beim Ränkespiel, Schreckenszuwachs, Tyranneizuwachs und Schreckensverfall. Das ist ganz gut. Ich denke, gefühllos soll es werden. Und jetzt habe ich auf die Anspannung nicht geachtet. Oh mein Gott, wir sind jetzt auf Stufe 2 und das wird jetzt echt haarig. Das wird jetzt echt haarig. Wie ist seine Gesundheit? In Ordnung. Aber Flaggeland und Anspannungsstufe 2 sind natürlich, ja, sehr negativ besetzt. Ich sitze grübelnd auf meinem Thron. Die Erinnerung wiegt schwer auf meinem Herzen und ich gehe Dinge durch, die ich vor vielen Jahren getan habe. Wacht Gott wirklich über mich? War mein Glaube eine Fackel in der Finsternis oder nur ein Scheiterhaufen für meine eigene Torheit? Habe ich jemals das Richtige getan? Mir pocht der Schädel. Warum sollten mich die Mächte des Schicksals regieren lassen, wenn doch klar ist, wie sehr ich unter diesem Titel leide? Und jetzt müssen wir natürlich mal wieder gucken, was wir tun. Bei den ersten 2 Möglichkeiten verlieren wir Anspannung hier. Gewinnen wir noch welche zu?
die nehmen wir auf gar keinen Fall, das ist klar. Jetzt können wir natürlich wieder eine Menge Geld spenden. Wir sparen ja eigentlich gerade. Und deswegen, lieber Tore, und weil es zu dir passt als religiöser Eiferer, werden wir dich wieder in die Selbstgeißelung schicken. Wir werden den Flagellanten, oh Mann, den werden wir jetzt zum Vorschein rufen und werden mal gucken, was Narben über Narben bedeutet. Gesundheit, moderater Malus, Diplomatie geht noch weiter runter, aber wir haben auch weniger Anspannung, nämlich 49. Ja, und jetzt wollen wir mal gucken, wie geht's uns denn, wie der Arzt so schön fragt. Es ist alles in Ordnung, naja, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Und, ha, Hartwig, schon wieder. Ihr verlort die Eigenschaft verwundet. Vielen Dank, Hartwig. Auch dieses Mal hast du uns gerettet. Das ist natürlich absolut super, denn ich hatte jetzt wirklich die Befürchtung, dass uns Tore vor der Zeit schon ableben könnte. Wir müssen unbedingt darauf achten, dass es ihm gut geht. Und ja, wir dürfen auf gar keinen Fall zulassen, dass er irgendwie zu Schaden kommt. Das heißt, wir müssen unbedingt auf seine Anspannungsstufe auch achten. So, 96% Kriegsstand. Wir haben hier noch 260 und hier kommen zwei anmarschiert. Ich werde einfach trotzdem mal versuchen, die 260 hier noch zu fassen. Das wird natürlich nicht klappen, das ist mir klar. Aber vielleicht überlegen die sich das ja auch noch anders. Ich bleib mal hier stehen. Lass die mal rankommen. Geh mal hier einen kleinen Bogen. Versuch sie in Sicherheit zu wiegen und sie hauen ab. Okay, das heißt also, die sollen es hier werden. Und wir gucken jetzt einfach mal, was passiert. Gut, die können wir jetzt auch noch zerknüppeln, aber das bringt natürlich nichts für den Kriegsstand. Jetzt stehen wir natürlich so ein bisschen doof in der Gegend rum. Was fehlt uns noch? Wir können natürlich noch andere Grafschaften besetzen. Wir haben ja hier auch noch ein paar Besitztümer. Das heißt also, wir werden jetzt hier einfach mal hinschippern und werden uns in diese Gefilde begeben. Das sollte eigentlich relativ sicher sein, dass wir dann gewonnen haben, egal wohin die Feinde jetzt verschwunden sind. Und wir haben ein Kind unserer Dynastie zu benennen. Herzlichen Glückwunsch, Prinzessin Bonn und Thronfolger Prinz Engelhard. Ihr erstes Kind ist ein Mädchen und soll Mechthild heißen. Na, das weiß ich nicht. Da wollen wir nochmal gucken, ob wir einen schönen sächsischen Namen vielleicht finden. Mal gucken. Tietburger ist auch wirklich ganz super, aber ich dachte eher, ja, Hildegard ist eigentlich auch nicht schlecht. Margarete ist doch fein. Margarete, die kleine Maggie, die soll's werden. Möget ihr stark und weise werden, kleine Maggie. Dann, gucken wir uns mal an, wie es denn so aussieht. Hat sie irgendwas vererbt bekommen? Nein, nur das geweihte Blut. Das ist aber völlig in Ordnung. Und während wir in Feindesland schippern, können wir uns auch mal um den Vorzug hier kümmern. Und zwar können wir jetzt mal auf den gesunden Körper, glaube ich, gehen. Behandlungen von Hofärzten haben jetzt bessere Ergebnisse. Ich denke, das ist ein schöner Anfang für diesen Lebenswandel. Und jetzt können wir noch mal die Charaktereigenschaften von Prinz Sigvard begutachten. Er kann jetzt ehrgeizig bleiben oder sadistisch oder paranoid werden. Das wollen wir beides nicht. Das generiert auch Anspannung für Tore. Und deswegen können wir ihn ehrgeizig bleiben lassen. Das gefällt gut. Ja, und jetzt sehen wir mal zu, wie es denn hier so aussieht. Da müssen wir hin. Und hier steht der Gegner in voller Pracht mit zwei Mann. Ja, und dann gucken wir jetzt einfach mal. Das sollte definitiv die restlichen Prozente bringen. Wir sind jetzt schon bei 99. Und gleich sollten wir auf jeden Fall die 100% durchhaben. So. Jetzt ist es soweit.
An dem Tröten haben wir es gehört, das mache ich mal weg, das ist mir zu viel Lärm hier langsam. Das ist im Übrigen mit dem letzten Patch etwas lauter geworden, habe ich das Gefühl. Asig wird erwachsen. Das ist auch eine feine Sache, aber jetzt werden wir erstmal den Krieg hier beenden. Wir werden unsere Forderungen erzwingen. 24 Schrecken hat Tore jetzt erhalten und Herzog Abelardo wurde eingekerkert. Auch darum werden wir uns noch kümmern. Das könnte vielleicht für irgendwas Nütze sein, nämlich zum Beispiel dafür, dieses Herzogtum an unsere Söhne zu übergeben. Aber das muss ich mir natürlich noch überlegen, weil das ja oftmals mit Anspannung verbunden ist. Da müssen wir uns erstmal angucken, wie weit Tore da so ist. Wir lösen unsere Truppen auf und kümmern uns jetzt um Asig. Asig hat jetzt das volle Mannesalter erreicht. Er ist 16 geworden und er ist ein Wohlstandsschaffer geworden. Gesellig ist er, ehrgeizig und tapfer. Und wir müssen ihm in der nächsten Folge auf jeden Fall noch eine geeignete Frau an die Seite geben. Gut, dann denke ich, sind das doch genug Sachen, die wir in der nächsten Folge zu erledigen haben. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Mir bringt es immer noch eine Menge Spaß und umso schöner ist es, wenn ihr auch weiter fleißig Kommentare schreibt. Ich freue mich über jeden einzelnen von euch. Ihr dürft natürlich auch gerne liken und abonnieren. Auch darüber freue ich mich natürlich wie Bolle. Und ich hoffe auf jeden Fall, egal ob ihr das tut oder nicht, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dann und tschüss!